That's... So, Manea war ein bisschen eingefroren. Ist das dann eigentlich die letzte Stufe? Das könnte die letzte Stufe sein. Absolut. Was ist eigentlich mit dem Hügel hier? Ja, genauso wie der Stein da drüben. Gehen wir mal kurz. Oh. Lagofev. Step lightly. Okay, das hier sieht übel aus. Okay, jetzt erwischt's gerade alle. Kana Ogre. Following your lead. So, jetzt müssen noch die Seitenkämpfer und das Medium platt gemacht werden. Neue Ogre. Gut, alle sind ein paar Leute ein bisschen angeschlagen. I'll see what I can find. Uff, das war wirklich ein extremer Kampf, ey. Was steht hier? Die obere Kante dieses gravierten Steins ist glatt und abgewetzt von den Händen glücksuchender Reisender. Okay. Bimakhof betreten verboten. Aha. So, hier gab es auch nichts. Dieses Kuhn-Arrangement aus Geweihknochen und Essen soll einen starken Fischgestank ab. Not a sound. Also ja, der Wasserfall ist gefroren. Das ist auch krass. Da muss es hier arg kalt sein, wenn der Wasserfall gefriert. Junger Skuldrax. Skuldrax, sind das so was ähnliches wie... Wir haben hier sehr viel Zeug, aber das, was ich gerade suche...
Genau das, Skulder. Skulder. Ja. Yoga School Drack. Ja, die sind miteinander verwandt. Gehört aber definitiv zur hartnäckigen Art. Ah, sehr schön. Wir haben ihn auf Maximum gebracht. Das heißt, wir können eigentlich jetzt auf waffenlosen Kampf mit ihm wechseln. So. Dann gehen wir mal hier rein und gucken, was hier drin auf uns lauert. I'll see what's ahead. Auf jeden Fall Blut und Skelette. Keine große Höhle. Ist niemand zu Hause? Guter Dolch. Also die Höhle ist makaber. Muss ich mal so direkt sagen. Also gehen wir hier so rum und gehen da oben wieder raus. Ja, grundsätzlich sind wir hier jetzt fertig. Wahrscheinlich ist damit die Falle gemeint. Mit den drei Rittern werde ich sie in meinem Zustand hier hoffentlich noch aufnehmen können. Ich hoffe, es sind nur die drei. Okay, Zahltag.
Haben wir die Mühle, das sind wir sogar gleich. Wir sind doch in Dürfurt. Das hier ist auch die Mühle, aber hier ist gerade niemand drin. Müssen wir bis zum Tag warten? Ach, da drüben ist die Mühle. Ah. Stimmt, das hier ist ja gar keine Mühle, das ist nur einfach ein Turm gewesen. Die Mühle ist ja das Gebäude hier. Leg die Klinge weg, Junge. Du weißt ja nicht einmal, wie du sie halten musst, sagt Zestwin. Hey, hilf mir bitte. Sie sind wahnsinnig. Einer der Paladine macht einen Schritt zur Seite und dreht sich herum, sodass er dich und Eskar gleichzeitig sieht. Er mustert dich mit herablassendem Blick. Ein Mitglied der gütigen Wanderer hier draußen. Ich glaube, diesmal hast du dich verlaufen. Oh, er kennt mich sogar als gütigen Wanderer. Also mein Paladin-Orden an. Bist du hier, um den armen Estra nach Hause zu bringen? Geh weg von ihm. Ich bin hier, um einen tollwütigen Hund zu töten. So ungefähr. Ich habe deine Arbeit in der Weißsteinsenke gesehen. Du hörst, wie Eskar scharf einatmet. Zeswin blickt zu ihm. Ein Lächeln kriecht langsam über sein Gesicht. Unschöne Sache, das Ganze, aber der Kunde will es so. Eskar hier kann es dir sagen. Die gestandenen Stalwart lieben ihre erbärmlichen kleinen Fäden. Sie gehen sich laufend gegenseitig an die Gurgel. Wenn man noch ein wenig Durganstein zugibt, hat man jede Menge eifersüchtige Nachbarn. Aber wenn eine so nette Familie auf Fehlen endet, vielleicht setzen sie sich das nächste Mal zusammen und reden miteinander. Ich sehe darin durchaus einen Sinn. Du bist wahnsinnig. Die Stadtwachen werden das sicher so sehen. Kein Grund, sich zu entschuldigen. Ich springe ständig Leute um. Eine dürftige Rechtfertigung für einen Mord. Nehmen wir mal das offiziell Richtige und sagen die Stadtwache. Es geht doch nichts über eine kleine Gewaltdemonstration. Du hast doch ein wenig Talent dafür, heißt es. Gutes Argument. Komm und stell dich einem würdigen Gegner. Schon gut, schon gut. Du hast meine Aufmerksamkeit. Tötet sie zuerst. Bezahlter Blick, okay, bezahlter Speer. Hat er mit dem bezahlten Speer gerade den Platz getauscht? Auch gut. Eskar starrt auf die gefallenen Paladine, dadurch zittert in seiner Hand. Sie haben gesagt, dass sie meine Eltern getötet haben. Stimmt das? Es tut mir leid, Eskar. Ich hätte nie gedacht, dass Kerl so tief sinken würde, dieser dreckige Bastard. Eskar wendet sich mit geweihten Fäusten ab. Du hörst ein unterdrücktes Schluchzen. Was tust du jetzt? Ich sollte nach Hause gehen, meine Mutter und meinen Vater beerdigen. Hier. Es ist nicht viel, aber es ist alles, was ich habe, abgesehen von meinem Leben. Danke noch einmal.
Oh, und trauernde Mutter kehrt vom Abenteuer zurück. Auch gut.